Der Konflikt um das iranische Atomprogramm geht in die nächste Runde. Wie die Außenminister der Europäischen Union heute Morgen bekannt gaben, wird gegen den Iran ein Ölembargo verhängt. Zudem sollen die Gelder der iranischen Zentralbank eingefroren werden. Ob sich der Konflikt im Iran nun endgültig weiter zuspitzt, wollen wir jetzt besprechen mit Michael Bloss, Finanzexperte und EIFD-Direktor. Herr Bloss, die erste Frage richtet sich natürlich Ölembargo. Was heißt das erstmal konkret für den Ölpreis? Natürlich, der Ölpreis wird sich nicht einfach so halten. Er wird dementsprechend Volatilität aufnehmen. Wir gehen auch davon aus, dass er kurzfristig durchaus steigen kann. Auf der anderen Seite muss man mal sehen, wie stark ist so ein Ölembargo denn wirklich eigentlich auch werthaltig? Wie kann es aufgefangen werden? Also wir haben schon das Thema, dass hauptsächlich Italien, Spanien und Griechenland, ausgerechnet diese drei, relativ viel Öl aus dem Iran beziehen. Deswegen wird es im Augenblick doch auf den Markt treffen. Und da muss man mal schauen, wie das ganze Thema auf der politischen Seite weiterverfolgt wird. Man muss natürlich eines sehen, der Iran hat immer damit gedroht, die Straße von Hormuz zuzumachen, ja, damit dementsprechend die Ölexporte raus nicht mehr gebracht werden können. Man muss allerdings eine andere Sache sehen, der Iran ist selber Benzinimporteur, also sprich, er würde sich selber im Prinzip seine Versorgungsader abschneiden. Da muss man jetzt einfach mal schauen, wann geht das Volk auf die Straßen, wie lange lassen die das mit sich machen, und ich denke, dann wird sich der Ölpreis auch einnivellieren. Kurzfristig ist mit einem Steigen des Ölpreises zu rechnen. Auf der anderen Seite gehört Iran auch zu den Next 11. Zudem sind zahlreiche deutsche Unternehmen im Iran präsent. Was heißt das konkret für die deutsche Wirtschaft? Naja, konkret für die deutsche Wirtschaft wird es nicht so dramatisch werden, wie es aktuell aussieht. Die Next 11, da bin ich etwas vorsichtig. Der Iran ist politisch sehr, sehr instabil. Wir haben die Wiederwahl Ahmadinejads, die nicht definitiv klar feststeht, sondern hier regt sich Widerstand. Und wenn das Volk wirklich auf die Straßen geht, würde es mich nicht wundern, wenn wir ein zweites Syrien erleben und das Ganze doch politisch sehr, sehr schwierig wird. Also da denke ich, wird die deutsche Wirtschaft im Augenblick doch immer mal zwischen Warten und Bangen sein, um ihre Firmen da unten. Allerdings wirklich dramatisch sehe ich es nicht, denn es ist kein Kernland für die Deutschen. Auch aus militärischer Sicht könnte sich die Lage weiter zuspitzen. Die USA hat einen weiteren Flugzeugträger trotz massiver Warnungen seitens des Iran in die Region verlegt. Müssen wir am Ende vielleicht sogar wirklich mit einem militärischen Konflikt im Iran rechnen? Na, ich denke, das ist die Ultima Ratio. Man hat die Lincoln runter verlegt, das gibt jetzt ein bisschen Druck auf das ganze Thema. Das zeigt auch mal, wir nehmen das ganze Thema ernst. Und vor allem, es zeigt, das Weiße Haus wird nicht fackeln, auch dementsprechend weitere Befehle zu geben. Aktuell ist es Drohgebärde. Ich gehe davon aus, dass es wie in der klassischen Spieltheorie erstmal bleibt, dass sich beide Parteien weiter beschnuppern, beide Parteien sehr, sehr vorsichtig sind. Und bekanntlicherweise verliert immer der, der sich als erstes unsozial verhält. Und da fällt doch im Augenblick das Rad eher Richtung Iran anstatt gegen die USA. Also ich sehe da im Augenblick noch kein wirkliches kritisches Thema. Iran gilt auf der anderen Seite auch als großer Bruder Syriens, hält seine Hand über Assad, dem Assad-Regime, nach wie vor. Trotzdem, Assad hätte zurücktreten müssen, fordert er zumindest die Arabische Liga, doch auch jener hält an seinem Stuhl fest. Müssen wir einen weiteren wirklich großen Flächenbrand in der gesamten Region fürchten? Einen großen Flächenbrand sehe ich aktuell noch nicht. Ich meine, da müsste man Nahostexperten fragen, da sind die wahrscheinlich besser bewandert drin. Aber ich sehe schon das Thema, dass Assad-Stunden gezählt sind. Denn im Land brodelt es selbst. Ein Machthaber kann sich nicht halten, wenn das Land selber aufsteht. Weil so viel Militär hat er nicht, um jeden niederzuschlagen, weil da ist niemand mehr da zum Schluss. Ich denke, die Chancen für eine Ablösung Assad sind im Augenblick besser denn je. Die Arabische Liga fordert dies und irgendwann wird es kommen. Es ist eine Frage der Zeit. Und leider wahrscheinlich auch eine Frage des Blutvergießens. Irgendwann ist der Schwellenwert einfach erreicht, dass das Volk aufbegehrt. Und ich glaube, das wird relativ schnell passieren. Eine Einschätzung von Michael Bloss, Finanzexperte und EIFD-Direktor. Vielen Dank für das Gespräch.